Liegerad unterwegs. Ich freue mich immer, wenn ich jetzt hier entlang der Südtangente fahre, Südtangente von Karlsruhe, und da den Stau wieder sehe, dann denke ich, oh Mann, ist richtig gut, mal wieder sich zu überwinden, rauszugehen und nicht gleich ins Auto einzusteigen, sondern das nachzunehmen. Ja. Das ist eine Videoantwort an den Indo Ranger. Hallo, hier ist der Benjamin. Ich bin auf dem Weg zum Hallo. Und du hast mich gefragt, was für eine Tasche wir meistens mit haben. Oder was für einen Rucksack. Nun gut, meine EDC-Tasche kennt ihr ja, die Ledertasche. Die habe ich allerdings eher mehr, wenn ich zu Fuß unterwegs bin, in der Stadt oder auch im Park oder so. Die habe ich bei so ganz kleinen Wanderungen habe ich die immer weit dabei. Wenn ich so im Rad unterwegs bin, habe ich meistens diesen Rucksack oben drauf. Hier, das ist ein altes Ding. Wie nennt man das denn? Mit Klickfix, Ricks und Kaul. Ich finde es umweltfreundlicher, alte Dinge aufzutragen, anstatt sie wegzuschmeißen, neue zu kaufen. Was ich mir allerdings neu gekauft habe, das ist ein Ladenhüter. Das sind diese Ortlieb Fahrradtaschen. Oh, ist ein bisschen belebt hier, aber ich mache trotzdem das Video, weil ich im Moment so wenig Zeit habe. Dieses Set, das habe ich für 55 Euro, das war ein Ladenhüter, habe ich das gekauft vor 2 Jahren und die sind wirklich spitze. Passt zum Rad, zur Radfarbe. Da bin ich richtig froh drüber. Also, in diesem Sinne, vielen Dank für deine Challenge. Danke für deinen Kanal. Und danke, dass du nicht nur Indoor Ranger bist, sondern der versteckte Outdoor Ranger. Ich wünsche dir noch ein gutes Jahr und der nächste Urlaub kommt bestimmt. Ciao.